Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, dass ich diesen Satz auch endlich mal wieder sage, wird auf jeden Fall Zeit. Wir haben auf jeden Fall heute was so Cooles geplant und ich werde euch dabei mitnehmen. Ich werde jetzt als erstes mich fertig machen, meine Sachen packen und dann in den Stall zu Emma fahren. Ich mache uns erstmal aber jetzt noch diesen Kinderpunsch hier warm. Den nehmen wir nämlich unter anderem mit als Proviant. Das braucht jetzt eine Weile, bis das warm ist. Jetzt erzähle ich euch aber auch endlich, wo es denn heute überhaupt hingeht. Und zwar werden wir mit unseren Ponys ins Altenheim laufen. Wir sind dort nämlich mit einer in Kontakt und die freuen sich schon riesig, dass wir kommen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir anderen Menschen eine Freude machen können. Und deswegen werden wir dorthin laufen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass es trotz Corona alles klappt. Selbstverständlich werden wir uns an alle Regelungen halten. Wir werden einen Mundschutz tragen und den Mindestabstand auch einhalten. Und das solltet ihr unbedingt auch alle tun. So, Punsch ist umgefüllt und wird jetzt eingepackt. Mein Rucksack ist jetzt fertig gepackt, der Rest kommt im Stall noch rein. Das heißt, jetzt geht's los. Hallo Mäuschen. Ich habe die jetzt einfach Ewigkeiten geputzt und die ist immer noch dreckig. Ich krieg einfach den Staub nicht raus. Wir sind jetzt auf dem Weg, wir sind losgelaufen und wir haben, glaube ich, noch circa 3 Kilometer vor uns. Aber es geht eigentlich. Wir haben gedacht, wir brauchen länger. Mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Ich glaube, Navi sagt jetzt, wie lange noch? 2,2. Noch 2,2 Kilometer und wie viele Minuten? 29. Oh, geht. Halbe Stunde brauchen wir wohl noch. Da ist die Emma. Die hat ihr süßes Halfter heute an. Dann sind wir auch schon angekommen. Emma war am Anfang ziemlich aufgeregt, hat sich aber super schnell beruhigt und hat dann auch erstmal die Pflanzen dort durchprobiert. Es war einfach ein unglaublich schönes Gefühl, den Menschen dort ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie glücklich zu machen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Emma war so süß und hat sich super streicheln lassen. Wir sind dann sogar noch in ein Zimmer hineingegangen, denn die Frau konnte leider nicht hinauskommen. Emma hat sich nicht getraut, aber ihr kleiner Ponykumpel. Dann sind wir auch schon wieder weitergegangen, haben noch eine kleine Rast gemacht und dann ging es wieder zurück Richtung Stall. Als ich mit der Stallarbeit fertig war, habe ich ihr dann noch ihr Futter gemacht und ihre Spritze vorbereitet, denn wir haben zu dem Zeitpunkt eine Spritzenkur gemacht, da wir leider die Diagnose Cushing bekommen haben. Aber es hat super geholfen und wir sind auf dem besten Weg und wir kommen vielleicht sogar um die Tablette drumherum, also es hat sich auf jeden Fall alles gelohnt.